Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Full-Face-Make-up für dich und zwar von H&M, denn die haben auch eine eigene Make-up-Linie. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist so gewesen, dass einige auch tatsächlich mich angeschrieben haben, hey, hast du schon mal H&M-Make-up ausprobiert? Und ich habe immer geschrieben, nee, wir haben auch gar kein H&M bei uns in der Nähe, wo man das irgendwie sich angucken könnte oder so. Bis ich mir irgendwann gedacht habe, ja, Claudi, ganz ehrlich, es ist deine Aufgabe, sowas hier mal zu zeigen. Und deswegen habe ich einfach einiges in meinen Warenkorb gelegt, halt einfach mal ein komplettes Fullface und möchte das gerne mit euch zusammen hier testen. Ja, es wird auch eine kleine Verlosung geben und ja, da würde ich sagen, wir starten einfach mal. Es ist ganz schön hochpreisig gewesen. Ich habe versucht, immer so Mittelmaß zu nehmen, was auch die ganzen Produkte anging. Nicht das teuerste, nicht das günstigste. Ein paar Tools habe ich mir auch geholt, aber wir starten zuallererst mal mit dem Primer. Das ist der Radiant Face Primer Luminous Glow. Ich meine, das sollte jedem klar sein, ne, dass ich mir jetzt so einen Primer tatsächlich hole. Denn ich habe eine eher trockene Haut und mag es gerne, wenn ich Glow in meinem Gesicht habe. Die Verpackung kommt mir relativ zerstört an. Also so optimal ist die Verpackungsgeschichte dort nicht. Das Design ist sehr, sehr schlicht von den Produkten. Das habe ich auch schon beim Durchscrollen auf der Homepage mir gedacht. Und da gebe ich mir ein bisschen was auf meinen Finger. Ist halt so eine cremige Geschichte, ne? Gibt es dann auf mein Gesicht? Ich mag den Duft nicht. Nicht irgendwie blumig, fruchtig, frisch oder cremig oder sonst irgendwas. Es riecht so sehr schwer und sehr stark parfümiert. Ja, die Haut hat jetzt auf jeden Fall einen Glow. Das sieht richtig, richtig schön aus. Das mag ich vom Ergebnis her. Sie fühlt sich auch ganz gut an. Es hat nichts gekrümelt oder so. Also das scheint ganz gut jetzt funktioniert zu haben. Und jetzt machen wir mit der Foundation weiter. Da habe ich mir ausgesucht die Perfect Hydrating Foundation Skin Conditioning Sheer Coverage mit Lichtschutzfaktor 15. Und ich habe die Farbe 2N. Auch hier wieder die Verpackung. Und Leute, ich rieche immer noch den Primer und ich mag den Duft überhaupt nicht. Es hat so ein bisschen was von abgestandenen Blumen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt so zum Beispiel einen Blumenstrauß hat und der steht ein bisschen länger auf dem Tisch und man riecht dann irgendwann dran, dann ist das so leicht modrig tatsächlich. Also so riecht das. Hier haben wir die Verpackung, auch das ist eine Tube. 2N ist übrigens Light Sand. Ich werde das Ganze einarbeiten mit einem Schwämmchen, den ich ebenfalls dort bei H&M bestellt habe. Das ist dieser hier, den habe ich schon angefeuchtet. Der fühlt sich super angenehm an. Hier oben hat er so eine abgerundete Spitze, aber hier unten ist der richtig spitz zulaufend und die Schrägen sind auf beiden Seiten unterschiedlich stark. Die Foundation scheint sehr, sehr flüssig zu sein, denn ihr seht, die läuft so auf meinem Gesicht runter. Und ja, dann werde ich die jetzt direkt mit dem Schwämmchen hier verteilen und einarbeiten. Okay, das ist hell. Oh mein Gott. Die lässt sich aber ganz gut einarbeiten. Und auch wenn das jetzt in der Kamera noch sehr, sehr hell wirkt, ich sehe das auch gerade im Display, in der Realität sieht es nicht ganz so ultra hell aus. Wenn ich so ein bisschen nach hinten gehe, dann sieht man das auch so ein bisschen, wenn es quasi losgelöst von den Lichtern ist, dann ist es nicht ganz so hell. Aber es wird gleich noch harmonischer, keine Sorge. Gucken wir das Ganze mal von nahem an. Also dafür, dass es eine Hydrating Foundation sein soll, das finde ich super interessant. Sie hat kein fühlbar pudriges Finish, aber sie sieht pudrig auf der Haut aus tatsächlich. Das finde ich echt interessant. Der Primer kommt noch sehr intensiv raus, was echt gut dazu passt. Und sie trocknet die Haut nicht aus, also das merke ich auch. Die fühlt sich echt angenehm an. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich sie setten müsste, dass ich noch irgendwie, ne, ich muss noch was machen. Das ist mir definitiv klar. Die Deckkraft ist recht leicht, also dieser rote Punkt ist noch zu sehen. Die Muttermale scheinen noch durch. Auch hier unten meine Mr. Fried Familie und Anhang sind noch ganz gut sichtbar. Genau, aber ansonsten sieht das Ganze meiner Meinung nach ganz gut aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Machen wir weiter mit dem Concealer. Da habe ich den Cover-Up Concealer. Das ist dieser hier. Und da bin ich einfach gespannt, ob der wirklich so deckend sein wird, wie er verspricht. Die Farbe, Alabaster ist die Farbe, genau, steht hier auch drauf. Kommt hier mit so einem kleinen Applikatorfüßchen. Oh, der riecht sehr parfümiert, sehr, weiß ich nicht, komisch. Und den gebe ich mir hier
vorsichtig unter meine Augen und der wirkt sehr pastig jetzt schon beim Auftrag. Und dann nehme ich die ganz spitze Seite, das ist dann diese Seite hier, und arbeite das mal einfach ein. Das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall vom Ergebnis her. Also, das ist jetzt nicht irgendwie mega deckend, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Aber er kaschiert auf jeden Fall Rötungen und Augenschatten. Und wenn man den so verteilt, verschmilzt er auch schön mit der Haut. Aber ich finde den jetzt nicht ultra deckend, muss ich gestehen. Ich baue den auch tatsächlich noch ein bisschen auf, beziehungsweise nach unten hin auf. Hier auf der Nase gebe ich mir auch ein bisschen was und selbstverständlich versuche ich hier diese Rötung auch abzudecken. Gucken wir mal, ob er das hinkriegt. Ja, dadurch, dass der nämlich nicht so austrocknend ist, sondern sehr interessant von der Konsistenz her, betont er die trockenen Stellen nicht so, die pickeligen Stellen nicht so, indem er sich trocken draufsetzt, sondern er macht da halt einfach so ein kleines Cover-up drüber. Und genauso macht er das auch unter den Augen. Und ich finde das Ergebnis wirklich, wirklich, wirklich gut. Also da macht der Concealer eine gute Figur. Der Duft vom Primer ist übrigens jetzt mittlerweile auch verflogen. Also es riecht hier nicht mehr so intensiv parfümiert, was ich echt angenehm finde. Ich habe mir tatsächlich auch dort Pinselsets bestellt. Wer hätte das gedacht? Und um jetzt die pudrigen Texturen aufzutragen, werde ich zu dem Make-up Brushes Pinselset greifen. Das ist dieses hier. Ja, Make-up Brushes sind ja Pinsel, keine Ahnung. Ich schreibe euch auch mal irgendwie alles nochmal unten in die Infobox rein, was für Produkte ich verwende und so, ne? Da haben wir ein Puderpinsel, ein Blush- und Konturpinsel, ein Highlighterpinsel, Lidschattenpinsel und ein Augen- und Augenbrauenstift mit drin. Genau, und das hier ist dann quasi das erste Set, was ich verwenden werde. Es gibt bei H&M auch tatsächlich Limited Editions und ich glaube, dass dieses Pinselset auch zu der Limited Edition gehört, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Fand ich auch super interessant, dass sie sowas haben, ne? Oh, der Puderpinsel ist ja wirklich schön. Von der Form her gefällt er mir schon mal richtig gut, weil er halt so rund ist, ne? Das mag ich richtig gerne. Die Qualität ist lala, muss ich wirklich sagen. Also hier stehen auch einzelne Härchen so ein bisschen ab, das sieht man auch wohl. Aber mir gefällt die Form auf jeden Fall und das ist echt ein toller Puderpinsel. Und mir gefällt hier natürlich auch die Stielfarbe total. Nun nehmen wir das High Definition Invisible Loose Powder Translucent Mattifying and Perfecting. Ja, die meisten Puder, die man halt so erwerben kann, sind halt mattifying. Da kommt man nicht drum rum. Und ja, wie gesagt, ich habe das Translucent Powder. Hier haben wir einfach so eine Plastikverpackung und halt so ein weißes Transluzentes Puder drin. Steht dann halt auf dem Deckel H&M in ganz dezent. Das finde ich auch schön. Also auf jeden Fall schöner als so eine Verpackung, muss ich sagen. Ne? Ja. Dafür, dass es gar nicht mal so günstig war, fühlt es sich aber ganz schön günstig an, um ehrlich zu sein. Tatsächlich, ne? Weil es sehr, sehr leicht irgendwie ist. Ich weiß nicht. Also es fühlt sich nicht hochwertig an. Ja. Hier haben wir dann einmal das Puder im Deckel. Fühlt sich sehr samtig an, zwischen den Fingern an. Doch, das fühlt sich gut an. Ja. Zuerst gehe ich einfach mal mit dem etwas feuchten Schwämmchen hier rein, um unter meinen Augen zu setten. Und dann nehme ich mir einfach den Pinsel, der irgendwie gefühlt nicht wirklich Produkt aufnimmt. Wir gucken mal. Und dann sette ich damit einfach mein komplettes Gesicht. Der Pinsel ist ziemlich pieksig und er nimmt auch nicht wirklich gut Produkt auf, ne? Also wenn ich hier das Pöttchen habe und so mit dem Pinsel reingehe, kommt nicht wirklich Produkt auf den Pinsel. Das ist irgendwie merkwürdig. Man könnte meinen, ich hätte mein Gesicht jetzt wirklich hell gemacht, aber wenn man das in Kombination mit meinem Hals sieht, dann passt es halt tatsächlich schon wieder. Und ja, jetzt habe ich meinen Concealer gesettet, ich habe meine Foundation gesettet und dann gucken wir jetzt einfach mal weiter. Übrigens hat das Puder auch irgendwie einen Duft. Ich weiß nicht, so leicht blumig riecht das auch. So, dann schauen wir uns mal den Bronzer an, beziehungsweise es ist eine Palette, die enthält einen Bronzer und drei Highlighter. Das ist die Face Palette On The Glow, das ist diese hier. Und ja, wie gesagt, drei Highlighter und ein Bronzer. Ich finde, dass die auch wiederum sich sehr, sehr billow anfühlt, weil hier hast du einfach so eine flexible Plastikverpackung. Und dann sind hier halt direkt die Produkte. Das heißt, das ist dann auch wirklich der Deckel gewesen, ne? Ich gehe jetzt hier einfach mal in den Bronzer rein und gebe den auf mein Gesicht. Und dafür nehme ich auch den Pinsel, den ich eben zum Puder auftragen genommen habe. Das scheint aber ganz gut zu funktionieren. Ich muss ordentlich mit dem Pinsel reingehen, um Produkt hinauszubekommen,
weil der Pinsel scheinbar auch nicht wirklich gut Produkt aufnimmt. Die Palette hat so einen Duft nach Kinderschminke. Es ist irgendwie gemein, das zu sagen, ne? Aber ich finde, das riecht so. Ich habe auch das Gefühl, als würde ich Kinderschminke verwenden, eben weil das so eine komische Verpackung ist, ne? Und der Pinsel verliert Haare. Sieht man das? Ich sehe das. Da stehen überall immer wieder Haare ab, die dann auch einfach mal fallen. Der Bronzer lässt sich aber sehr schön ausblenden und ich mag die Farbe richtig gerne. Der ist nicht zu intensiv, ne? Also der ist sehr dezent und ich habe ihn schon intensiv aufgebaut. Das ist jetzt nicht, als hätte ich nur eine Mühschicht über mein Gesicht gegeben. Nee, also ich habe jetzt schon ordentlich was drauf. Aber mir gefällt die Farbe, mir gefällt, dass der halt auch nicht zu warm und nicht zu kühl ist. Mir gefällt das genauso, wie es ist, richtig, richtig gut. Doch, ne? Also da habe ich mein Gesicht jetzt schön aufgewärmt und es sieht angenehm aus. So, jetzt haben wir hier den Pure Radiance Powder Blusher Silky Texture Natural Flush. Das ist dieser hier. Und da haben, glaube ich, schon sehr, sehr viele von geschwärmt. Das ist die Farbe Vintage Pink. Das sind diese, ist das ein Hexagon? Das ist die Farbe, die sieht auch relativ natürlich aus, hat sogar einen Spiegel mit dabei, fühlt sich auch wieder sehr, sehr leicht an von der Verpackung her. Aber ich mag das Packaging eigentlich schon ganz gerne. Es ist ein bisschen schwer, das zu verstauen, weil das halt jetzt nicht so eine einheitlich rechteckige Verpackung hat oder eine runde oder so. Aber es gefällt mir trotzdem. Und jetzt nehme ich mir hier einfach den Powder Brush aus diesem Pinselset. Bin gespannt. Naja, dafür, dass es Vintage Pink heißt, ne, es ist quasi dann so ein bisschen Altrosa quasi. Ich glaube, Altrosa heißt ja auch Vintage Pink übersetzt, ne? Also abklopfen brauche ich den tatsächlich nicht, weil die Deckkraft doch recht leicht ist, aber schön. Also, ne, das sieht man jetzt nicht so mega krass, aber es ist eine schöne Deckkraft, die ich wirklich angenehm finde, weil sie halt auch einfach tragbar ist. Jetzt im Sommer gehe ich gerne dann nochmal so über die Nase, weil, ne, bisschen rötliche Nase machen, weil ist niedlich. Ich muss sagen, dass ich den jetzt gerade intensiv aufbaue, damit man den halt auch ein bisschen intensiver in der Kamera sieht. Und weil die Lichter hier, die schlucken halt auch einfach enorm viel Farbe, ne? Dann sieht man da halt leider nicht so viel von. Und ich möchte ja schon, dass man ihn auch in der Kamera sehen kann. Deswegen, ja, mache ich mir jetzt wirklich niedliche Apfelbäckchen in sehr intensiv. Und so fällt es auch gar nicht mehr auf, dass die Foundation am Anfang so hell gewirkt hat, weil wenn man das Ganze so in Kombination bringt, wirkt es alles irgendwie harmonisch. Das mag ich. Dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal den Highlighter aus dieser Palette an. Da haben wir drei verschiedene. Die werde ich jetzt erstmal swatchen, um zu schauen, welcher da am besten passt. Meistens ist es tatsächlich eher so der hellste, wobei der hellste hier auch ein bisschen rosastichig ist. Da muss man dann aufpassen. Die sind schon sehr, sehr intensiv und sehr, sehr metallisch, aber auch sehr, sehr schön. Aber jetzt nicht so ultra dunkel, was ich gut finde. Das heißt, selbst der goldene könnte, wenn ich jetzt irgendwie so einen schönen Bronzy-Look schminken würde, sehr gut passen. Ich werde aber tatsächlich den Champagnerfarbenen wählen, weil typischer Claudi-Highlighter-Ton. Dann haben wir hier natürlich in diesem Pinselset auch einen Highlighter-Pinsel mit drin. Das ist dieser hier, den werde ich jetzt verwenden. Und dann gehe ich hier oben einfach in den Ton, der so gegenüber von diesem Bronzerton ist, gehe ich ganz gut rein, auch wenn ich gesehen habe, dass wir da ordentlich was kriegen werden. Und setze mir den hier einfach an meinen höchsten Punkt, an meine Schläfe und blende den so ein bisschen aus. Ja, der knallt. Oh, der ist wirklich Hammer. Das ist richtig intensiv, Leute. Aber ich habe nicht abgeklopft und ich bin intensiv reingegangen. Ich meine, was habe ich erwartet, ne? So kann man dann auch so ein bisschen den matten Blush, den man hier aufgetragen hat, etwas toppen und etwas shimmery machen, wenn man mag. Ich mag das wohl. Ja, es ist aber auch tatsächlich sehr grober Glitzer, der da mit drin ist. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so high-detail, ganz charmant und so. Deswegen fluffel ich hier einmal kurz mit dem Bronzerpinsel noch grob einmal so drüber, um das etwas abzuschwächen. Weil ich habe doch etwas übertrieben. Nun habe ich hier einen Augenbrauenstift und zwar den Brow Specialist. Das ist dieser hier. Das ist einfach ein Stift mit einem Spoolie. Den Stift kann man anspitzen und den Spoolie kann man verwenden. Ich mag es einfach am liebsten, wenn man halt bei Augenbrauenstiften zum einen Stifte hat und zum anderen so einen Spoolie, mit dem man da so durchgehen kann. Und das hier dürfte jetzt die Farbe Blond sein. Ui, das ist aber ein warmes Blond.
Ich mache mir die jetzt wirklich ganz natürlich, weil das doch eher ein Rotblond ist vom Farbton her. Ich frage mich auch immer, wer das tragen soll, ne? Weil ich bin ja obviously blond. Aber das ist kein Blond. Nee. Die Textur von dem Stift ist super. Die ist jetzt nicht zu cremig, dass ich jetzt zu viel Produkt auf die Augenbraue kriegen würde. Die ist aber auch nicht zu hart, sodass ich überhaupt Produkt auf die Augenbrauen kriege. Das wären dann jetzt die Augenbrauen nachgezeichnet. Wie gesagt, habe ich jetzt dezent gemacht, weil mir das einfach zu rotstichig ist. Wir haben nun aber auch noch ein Brow Shaping Gel. Das ist dieses hier. Das habe ich auch noch geholt, einfach um die Augen in Form zu bringen und zu fixieren. Das kommt einfach in so einer Tubenverpackung. Und es ist transparent mit einem riesen Bürstchen, Leute. Okay, da muss man halt aufpassen, weil das schon die Farbe abschwächt bzw. die Farbe auch wieder runternimmt, weil das sehr, sehr feucht ist. Das ist halt das Problem bei diesen Riesenbürstchen, ne? Weil du das halt nicht richtig portionieren kannst. Es ist halt so richtig bam, jetzt auf einmal auf der Augenbraue drauf. Und wenn du halt nur so Fizzle-Augenbrauen hast wie ich, dann ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ja, wie das dann jetzt von der Wirksamkeit ist, müssen wir jetzt einfach gleich mal gucken. Ob das irgendwas fixiert hat, ob das trocknet, das weiß ich ja natürlich noch nicht. Aber es hat jetzt so im ersten Step schon mal die Augenbrauen ganz gut in Form gebracht. Auch ein Lidschattenprimer war mit in dem Sortiment. Das ist einfach der Eye Fidelity Primer. Das ist dieser hier. Die Verpackung kam etwas zerstört an, aber ich denke mir, das Produkt an sich wird ja heile sein. Ja, das ist einfach so eine kleine Tube, wobei so klein ist sie nicht, das sind 5 Milliliter enthalten. Und auch da haben wir wirklich ein super flüssiges Produkt. Normalerweise sind Lidschattenprimer ja eigentlich eher fest. Das gebe ich mir jetzt einfach mit meinen kleinen Fingern auf. Okay, krass, das ist halt richtig eingefärbt. Verteile ich mir einfach jetzt mal mit so einem etwas festeren Pinsel auf dem Auge. Weil der Lidschattenprimer an sich hat noch irgendwie so einen Gelbstich mit drin. Da muss ich aufpassen. So, ja, der Lidschattenprimer sitzt. Ob man einen Lidschattenprimer braucht oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ich mag es ganz gerne, weil ich halt Schlupflider habe. Und wenn ich keinen Lidschattenprimer habe, laufe ich halt Gefahr, dass der Lidschatten sich irgendwann in meine, in mein Schlupflid verkriecht. Und das finde ich blöd. Dann würde ich sagen, wenden wir uns auf jeden Fall schon mal der Lidschattenpalette zu. Und die habe ich tatsächlich nicht nur einmal gekauft, sondern zweimal. Das heißt, eine werde ich jetzt in diesem Video verwenden. Das ist diese hier. Und die hier kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und das ist die Yes Girl Eyeshadows Palette. Diese hier ist das. Die hat 9 verschiedene Farben. Das wären jetzt die 9 Töne, die man in der Palette findet. Ich habe hier noch ein weiteres Pinselset gekauft und da haben wir eigentlich nur Augenpinsel drin. Ja, dieses Case verwende ich jetzt nicht so, weil sowas kannst du halt zum Reisen nehmen, aber ich brauche das so nicht. Das sind jetzt einfach mal etwas kürzere Pinsel, also die sind nicht so lang wie das andere Pinselset, was ich eben hatte. Aber ja, die werde ich jetzt auch mitverwenden. Zuallererst werde ich mit diesem hellen, matten Ton mein Lid setten. Oh, die Palette krümelt ein bisschen im Pfännchen. Wenn man da so mit dem Pinsel reingeht und die Farbe scheint dann doch irgendwie noch einen Schimmer mit drin zu haben. Jedenfalls wirkt das gerade auf dem Auge so. Wir sehen jetzt übrigens, wie unglaublich gar nicht der Concealer Crease. Der macht sich gut. Bei der Palette hat man jetzt nicht so die Ultra-Auswahl, was man sich in die Lidfalte gibt, denn normalerweise sette ich erst mein Lid mit einer matten Farbe und gebe mir dann in meine Crease eine etwas helle matte Farbe rein. Haben wir hier nicht. Das heißt, ich nehme jetzt die andere matte Farbe, die wir hier zur Verfügung haben. Das ist diese hier. Und die gebe ich mir mit einer wirklich super, super, super leichten Hand. Also ich dippe nur einmal kurz rein, klopfe ab, gebe mir das vorsichtig zunächst hier außen auf und verblende das vorsichtig, ganz vorsichtig in die Lidfalte. Wer mag, kann sich das Ganze hier tatsächlich in der Lidfalte auch noch ein bisschen mehr vertiefen. Aber ich muss sagen, dass die Farben sich gut ausblenden lassen. Ich möchte mich jetzt tatsächlich von innen nach außen bewegen und da jetzt die Schimmertöne aufs Auge geben. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall mit diesem weißen Ton, sehr, sehr hellen Ton starten. Ich schaue mal, ob ich das auch einfach so mit dem Pinsel schaffe. Das ist ja ein etwas gröberer Smudger-Pinsel. Setze ich mich hier nämlich in den Innenwinkel. Ja, die Pinsel greifen nicht so unbedingt ultra krass die Farbe auf. Das krümmelt mir jetzt auch gerade ein bisschen zu viel, deswegen nehme ich den etwas
sehr kleinen Smudger-Pinsel aus dem Pinselset. Ja, der Farbton ist halt an sich sehr, sehr bröckelig, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Aber der Effekt ist toll. Also das ist eigentlich eher so ein Topperton, muss ich sagen, wenn ich den jetzt so mit dem Pinsel auftrage. Weil der auch recht stark flockt. Also ich habe hier überall Glitzer rumfliegen. Das könnte man natürlich vermeiden, wenn man sich den Pinsel anfeuchtet oder so. Aber immer wenn ich halt diese Schminkis mit euch zusammen mache, mache ich das eigentlich ungern, weil ich die Produkte so testen möchte, wie sie konzipiert wurden. Ne? Das ist eigentlich immer so meine Intention. Als nächstes nehme ich mir dieses helle Tönchen. Das ist ja so ein Rosé-Champagner-Ton. Den versuche ich jetzt aber mit diesem Smudger-Pinsel aufzutragen. Den setze ich mir direkt daneben. Da kommt wohl was. Nicht viel, aber das war ja beim Swatch auch nicht so ultra krass. Daneben gebe ich mir jetzt diesen etwas gröberen Glitzerton. Der war beim Swatch ja auch sehr, sehr intensiv. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie er mit dem Pinsel auf dem Lid rüberkommt. Okay, mit dem Pinsel kannst du da nicht viel reißen. Nehme ich jetzt wieder den Mini-Smudger. Das krümmelt dir auch mehr runter, als dass es dir aufs Auge kommt. Ich probiere ihn mit dem Finger. Schwierig. Da kommt nicht wirklich viel was drauf, ne? Schade. Und wieder machen wir den Pinsel sauber und versuchen einfach diesen dunklen nochmal zu nehmen, der genau da drunter sitzt. So kupferfarben. Ja, aber den kriegt man auf dem Pinsel. Da kommt was drauf. Und der kommt auch ein bisschen aufs Auge. Krümmelt zwar wie sonst was, aber er lässt sich wenigstens auftragen. So, ja, mit dem Blendepinsel gehe ich jetzt hier noch einmal durch die Lidfalte, um da ein bisschen aufzuräumen. Oh, das sieht jetzt auch nicht irgendwie spektakulär und nach irgendeinem aufregenden Look aus, muss ich gestehen. Ich kann jetzt noch ein bisschen die Lidfalte mit diesem Dunkelbraun vertiefen, um da wenigstens ein bisschen Dimension auch reinzubringen. Aber so viel wird da jetzt auch nicht mehr passieren, Leute. Ich gebe mir dieses Dunkelbraun von eben auch einfach an den unteren Wimpernkranz. Und ich glitze einfach im ganzen Gesicht. Ja, ich gebe mir jetzt aber noch diesen hellen Schimmerton, den hier, als Augenbrauen-Highlight auf. Kann ich ja derbe reingehen. Der hat ja nicht so die allermeiste Farbabgabe, aber das ist halt ein bisschen, was auch dahin kommt. Ja, die Palette ist solide, aber doch relativ langweilig, oder? Irgendwie finde ich sie langweilig. Aber wir können das Ganze erstmal fixieren. Und zwar habe ich dafür das Make-up Setting Spray Prime Set and Refresh. Und das ist Hydrating. Also theoretisch hätte ich das auch als Setting, als Priming Spray verwenden können. Das kannst du auch immer wieder zwischendurch verwenden, einfach um dein Make-up oder dein Gesicht wieder aufzufrischen. Ja, gucken wir uns mal den Sprühnebel an. Oh, sehr schön fein. Der Duft ist leicht. Das ist wirklich super angenehm. Sehr, sehr fein, aber nicht zu fein. Also man spürt schon was. Das gefällt mir. Das ist ganz gut. Gehe ich kurz mit dem Schwämmchen drüber. Das hat mir ehrlich gesagt sogar ziemlich gut gefallen. Und ja, lässt das ganze Make-up miteinander gut aussehen, finde ich. Mag ich leiden. Doch. Gut, wir peppen das Ganze an den Augen aber noch weiter auf, ne? Ich habe zwei verschiedene Eyeliner. Das ist einmal der Bright Liner und ja, er ist rot. Genau, das finde ich sehr spektakulär. Da wollte ich mal gucken, vielleicht passt das ja. Ja, man kann damit auch relativ fein malen. Und das ist halt so ein Dip-Eyeliner. Der hat hier so ein Pinselchen, ne? Das finde ich ganz interessant. Könnte ich mir sogar tatsächlich zum Look auch vorstellen. Ist gewagt, auf jeden Fall, weil man ja auch krank aussehen kann, wenn man sich so rote Augen macht. Und dann habe ich hier den Mascara Liner. Und das ist super interessant, denn das ist ein 2-in-1 Produkt, in Türkis natürlich. Du hast hier zum einen ein Mascara-Bürstchen dran und zum anderen hast du hier noch ein Pinselchen,
mit dem du dir Glitter-Eyeliner auftragen könntest. Aber auch da ist die Pigmentierung recht dezent. Das muss man dann wahrscheinlich eher tupfen, als dass man es aufmalen könnte. Deswegen, ich nehme einfach mal den roten Eyeliner. Ich glaube, da habe ich heute einfach mal Bock drauf. Aber die Farbabgabe ist schon mal richtig gut. Es ist einfach mal was anderes. Finde ich interessant. Doch. Ob mir so ein roter Eyeliner steht, weiß ich nicht. Das müssen wir nachher nochmal in Kombi mit Mascara sehen. Aber ich finde es irgendwie cool. Sehr, sehr flüssig. Also da komme ich nicht so gut mit klar. Man sieht es hier auch, ne? Aber es geht. Jetzt muss nur das andere Auge auch funktionieren. Ja, Symmetrie bei solchen Eyelinern ist nicht unbedingt meine Stärke. Habe ich nicht ganz so gut hingekriegt, um ehrlich zu sein. Der trocknet matt runter, was ich sehr interessant finde. Und mir gefällt auch die Farbe. Die mag ich gerne leiden. Es ist schon irgendwie was anderes, aber mir gefällt's. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu streifig oder so wird, aber ansonsten ist es im Auftrag echt klasse. Das gefällt mir. Als Mascara möchte ich gerne verwenden die Faux2Go Mascara. Die ist hier so in der Verpackung drin. Faux2Go, eine False Lashes Mascara quasi. Und die ist in Deep Black, also tiefschwarz. Dramatic Volume and Intensify. Relativ unspektakulär, aber es ist ein richtiger Brecher. Die ist echt riesig. Das ist ein Gummibürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, wird nicht meine Lieblingsmascara, weil sie irgendwie merkwürdig ist. Das Gummibürstchen, also das Bürstchen an sich vorne dran, ist sehr, sehr flexibel. Also da muss man wirklich vorsichtig sich die Wimpern duschen. Das ist gar nicht so leicht. Und ich finde, dass sie die Wimpern zwar verlängert und auch so dicker macht, aber sie gibt nicht das Volumen und den Schwung, den ich normalerweise gerne von der Mascara hätte. Das Gute dadurch, dass wir jetzt recht dezente Augen haben, ist, wir können bei den Lippen Gas geben. Und da habe ich zum einen einen Lip Liner, den ich jetzt zuerst mal auftragen werde. Lip Definer heißt dieser hier. Und das ist so ein schöner Rosenholzton auch wieder. Also da findet er sich auch ziemlich in dem Eyeliner wieder, was ich gut finde. Pressed Petals ist die Farbe. Der ist sehr, 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 sehr angenehm cremig jetzt auf den Lippen. Aber tatsächlich pinker, als ich dachte. Einen Lip Liner gebe ich mir tatsächlich auch immer auf die ganze Lippe. Und ja, das erhöht dann auch irgendwo die Haltbarkeit von dem Lippenprodukt, was man noch drüber gibt. Ich mag die Farbe. Die passt jetzt nicht unbedingt zum Augen-Make-up, weil die dafür einfach zu pinky ist, zu Barbie-mäßig. Aber mir gefällt die Farbe an sich. Die finde ich echt schön. Der Stift nutzt sich aber doch recht schnell ab. Also jetzt einmal vom Auftragen habe ich so viel verwendet. Das ist echt nicht wenig, muss ich gestehen, ne? Ja. Das liegt halt auch daran, dass es eine sehr angenehm cremige Konsistenz ist. Aber dadurch nutzen die sich dann halt auch einfach mehr ab. Der ist wirklich schön pigmentiert, ordentlich deckt und der gefällt mir. Und jetzt habe ich mir aus dem Limited Edition Set Summer Night das Lipgloss Kit geholt. Das sind diese hier. Und ja, das sind einfach verschiedene Lipglosse in fast identischen Farben, aber auch mit unterschiedlichen Schimmer Intensitäten, hätte ich jetzt mal gesagt. Genau, da sind vier Stück drin. Das sind diese hier. Wenn man sich das so auf der Hand anguckt, sieht es aus, als wäre das eine Pampe, oder? Also alles sehr, sehr ähnlich. Schon ein minimaler Unterschied zwischen den unterschiedlichen Glitzerpartikeln, aber es ist jetzt kein essentieller Unterschied, dass man sagt, oh mein Gott, da hätte man auf jeden Fall vier verschiedene Lipglosse von rausbringen müssen. Nein. Ich nehme Miami. Das ist dieser hier, der erste, den ich geswatcht habe. Mache ich mir jetzt einfach als Topper hier drüber. Wird jetzt nicht so den Ultra-Effekt geben, denke ich mal, ne? Nee, da kommt gar nicht so viel Farbe von runter. Das ist ja merkwürdig. Ja, ne? Kann man machen, muss man nicht. Ihr Lieben, das war jetzt mein Fullface nur mit H&M Make-up. Habt ihr Erfahrungen mit H&M Make-up, dann
knallt sie gerne unten in die Kommentare rein. Lasst uns da einfach mal ein bisschen austauschen. Vielleicht gibt es da ja ultra coole Produkte, die ich einfach übersehen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!